Hallo und herzlich willkommen bei The Adventure of Mario 3. Wir sind bei Climbing Barrels hängen geblieben. Stehen geblieben, meine ich. Nicht hängen geblieben. Und schade, dass es hier kein Inventar gibt, wo ich meine zweite Feuerblume, lagern kann. Do you remember this barrel from the Donkey Kong games? I don't. I never played it, and I don't know how this works. Aber wie immer sieht der Hintergrund Hammer aus, und diese Dinger sind von Donkey Kong Country. Ich feiere das. Es ist sehr, sehr gut umgesetzt, dass die auch dabei sind. So. Natürlich wollen wir mit denen hier durchgehen. Müssen wir sogar scheiße direkt warten. Ich hasse solche Sachen, wo man warten muss. Okay. Was war da oben? Nee, noch nicht, Yoshi, kein, okay. Das Meerrauschen hört sich geil an. Ja. Was ist hier unten? Achso, da stirbt man. Achso. Sagt das gleich, ich dachte schon, da ist irgendwas. Es ist aber gut gemacht hier. Hab ich ja nichts zu sagen. Gut. Und ich kann mich gut mit denen unklar kommen. Ich komme jetzt mit denen gut klar. Verpiss dich. Der Wandsprung muss geübt sein. Kann man auch nichts machen. Ich bin halt nicht so gut mit dem Wandsprung jetzt. Ich komme allgemein mit Wand. Das ist ja geiler Glitch. So. Weg mit dir. Und ich feiere irgendwie Tanuki Mario. Gesehen. Also ich muss, glaube ich, in diese Rang. Rein. Wie sie mir jetzt schon verklickern wollen. Okay. Sie schon. Heißt denn X für Secret Exit? Ich weiß, bin mir gerade jetzt nicht so sicher. Ich weiß es gerade nicht mehr. Schauen wir mal nach. Ja, ich will nur wissen, was für Secret Exit steht. Okay. Mit einem anderen. Achso, da ist noch ein Boss drin, okay. Wo statt? Dann gehe ich. Da ist ein Boss drin. Alles klar? Dann erleben wir unseren ersten Boss gleich. Nur andere Farbe wird. Da ist ein Boss drinnen. Dann legen wir mal gleich los. Die Musik ist von Kirby, glaube ich. Ja. Glaube ich schon. Weil die kommt zu Kirby hin. Aber die Map ist irgendwie so. Ding. Mario Land 3.
Wario Land. Ja, geiler Remix noch. Dann. Verarsche. Was bringt mir das? Außer, nö, es bringt mir nichts. Aha! So. So, was ist hier denn drinnen? Aha, was sind das für Mistgeburten? Hau ab, du fettes Schwein. Hier war nichts drin. Das ist, finde ich, schade. Man kommt da nicht leicht hin. Aber es war abgezogen. Man kann leicht vieles überschwimmen. Go up, do a U-Jump and a wall jump in the same time to go up of the pipe. One go back jump. Ja, tamam. Ich kapier das nicht. Moment. Gut. Kommt man anscheinend nur mit Tanuki hoch. Anders weiß ich gar nicht, was ich machen muss. U-Jump kann ich gar nicht. Okay, was ist jetzt los? When Mario was walking on the sand, he got it behind. Ay, was? What was that? I finally found you. You are the Mario. Your actions will destroy my world. And you must be killed. Must be killed. Who are you and why you do you want me dead? I'm Pio. And for the destiny of my world, you have to die. Okay, fight and Peach, stay behind me. Okay, Mario, be careful. Wer bist du? Lol, what the fuck, du Missgeburt. Du hast keine Chance. Das ist wieder lame am Bossfight. Es ist wieder dasselbe Boss. Finde ich. Finde ich einfach nur lame. Don't let me get angry. Well, you actually want it, bitch. Trotzdem bist du nicht stark, du Lappen. What the fuck, Super Saiyajin oder was? You are strong, who? Okay, your time came, Super Saiyajin! Wirklich hat er es gemacht. Ich darf nicht auf ihn landen. Gut. Super Saiyajin. Trotzdem besiege ich. Das ist mal gut umgesetzt. Zwar immer derselbe Bosskampf. Nein, nicht dasselbe. Es ist Trio. Ich finde es gut. Das finde ich gut. Mario gave a big punch at Trio, but he vanished. He appeared behind Mario and hit him with a lot of power. Oh, and you must be the Mario. My grandpa is more powerful than you. And she's 89. Tell me, are you really the Mario? Or you are only joking for wasting my time? Oh, yes, it's me, Mario. And I will protect the Mushroom Kingdom. That's right, actually. The Mario will never protect something. Mario. Maybe he wants to find that Mario. Dark Mario. Maybe you're right, princess. I have to kill him because he will soon destroy my land. Come on, Mario. Let's go find Dark Mario, okay? I will let you and your pesky princess come with me. You are strong. Okay, let's go. Oh.
You don't have a good aspect. Let me heal you. Tria puts its right hand onto Mario's head. After some minutes, Mario has been healed successfully. Who are you? We lost a lot of time. Now we have to go. Come on, guys, at the Mushroom Kingdom. Okay. Geschafft. Es hat keine andere Farbe, also hat es wieder keinen Sekutex. Es ist aber ein Wasserlevel, das ziemlich nice aussieht. Meinung nach, aber der Wand. Dieser Wandding nervt. Da kann ich nämlich hier auch Wand machen. Ich meine Walljump. Aber ist ja nicht so schlimm jetzt. Dann. Geil. Naja, die Musik ist etwas gewöhnungsbedürftig. Meiner Meinung nach. Okay, da musste ich nicht mal rein. Was hat das jetzt damit zu tun? Wir sind in den Wald geraten. Warum auch immer. Aber von Yoshi Island Grafik finde ich geil. Ich sag hier nichts. Und jetzt wollen wir lesen. This land is so Yoshi Island. In the distance you can see a castle. Get ready to destroy it. Geil, dass sich die echte Musik verändert bei jedem Castle. Hast du gut gemacht. Aber Yoshi Island Castle? Sag ich ja nichts. Ich liebe gleich Yoshi's Island. Sag ich ja nichts. Aber es wird lame nach einer Zeit. Aber es ist so geil. Es ist einfach so geil. Das ist so ein geiles Ding. Junge, ich will es zwar ohne Durchgang schaffen. Nein, schafft man nicht. Egal. Amina Goyim. Machen wir das einfach jetzt regulär, ist doch nicht schlimm. Ich wollte zwar etwas cutten. Nichts cutten, ich meine jetzt abkürzen, shorten. Nee, Mann, wir können hier nicht abkürzen, ist scheiß drauf. Kommen wir wenigstens irgendwo rein? Nö. Dann heißt es nein! Du Bastard! Verpiss dich! Hau ab! Verpiss dich! Yoshi Island wird, glaube ich, ein geiles Projekt, wenn ich das Let's Playen könnte. Natürlich ohne Safe State. Was? Okay, gut. Hier gespeichert. Das ist etwas wie Assassin's Creed, kommt es mir etwas vor. Diese Dinge hier. Wo man Mittel Point meine ich jetzt. Nicht das hier. Weil ich zocke ja auch Assassin's Creed. Ich wollte es eigentlich auch mal Let's Playen, aber ich habe keine Ahnung, wie man das aufnimmt. Da würden 4 Let's Plays, glaube ich, sogar kommen. Ich habe eine PS3. Wenn ich PS3-Spiele aufnehmen könnte. Bioshock 2, Battlefield 2, Assassin's Creed 2, Silent Hill Homecoming. Und was habe ich da noch? Ah, ich habe noch 4 Spiele. Silent Hill Homecoming, Battlefield 2, Assassin's Creed 2 und Bioshock 2. Passt doch.
Und die Spiele werden einfach nur geil, wenn ich diese Let's Playen könnte. Und was hier steht da? To success here you have to make a long jump. One duck and jump, simply like lava. Achso! Sag's gleich. Du Missgeburt. Du Bastard. Da kann ich nicht durch. Achso. Was ist das hier? Trio, destroy that egg, Mario. Quick! Otherwise the monster will burn himself. He's weak now. Just jump on that egg. Weg mit dir, du Bastard. Du Missgeburt. Der Boss ist lame, finde ich. Aber ich sage hier nichts. Irgendwie immer dasselbe Scheißdreck. Aber wieder. Mann, ist schöner Custom-Boss eigentlich, finde ich. Gellernes Scheck! Komm her! Du Bastard! So! Warp-Pipe! Okay, dann geht's schon in die nächste Welt, oder? Anscheinend schon. Aha, hier gibt's einen Boss und einen Secret Exit. Dann ist gut. Wenn Mario, Peach and 2, God of the Pipe, Vaison, the Mushroom Kingdom, completely destroyed. Something telling me that we are too late. The kingdom is doomed. Oh no, the buildings are destroyed. And some thoughts are dead. And the green fight's terrible. He looks like this guy is very strong. Stronger than Bowser. I feel a strange power on that castle. That's my castle. Maybe Dark Mario inside there. That's two princes, and he's not alone. Also the water's destroyed too. We have to take the long way to the village. What we are waiting for? Let's save the kingdom. Wait a moment, the ravioli. I think we have to proceed carefully. There are a lot of traps here. Don't worry. I've been in hundreds of different worlds. This will be only a joke. if you say so. Okay. So, hier gibt's ein Secret Exit. Anscheinend. Such mal alles. Was ist das hier? Aha. Es ist einfach so da, oder? Du Missgeburt! Das kann jeder Röhre was sein. Okay. Aha. Da ist bestimmt irgendwas. Da ist sogar der Schlüssel, glaube ich mal. Du Missgeburt! Aha. Wo ist nur das Schlüsselloch, ist die Frage. Was ist das? Peach, Mario, that's a reset pipe. This will reset the level starting from here. Very useful, isn't it? Okay. Trio, we can't go through here.
Mario, are you sure? Maybe I can. Ja, mit einem Stern. Jawohl! Secret Exit gelöst! Noch den Normal Exit hier. Das haben wir ja schon gelesen, deswegen machen wir es nicht nochmal. Man sieht hier eindeutig, dass hier der Schlüssel ist. Wer es nicht sieht, soll zum Optiker gehen. Nein, nein, nein! Wofür ist dieses Resetting da? Ach so, wenn man den Stern ver... Natürlich, natürlich. Kapier ich trotzdem nicht. Secret war hier nicht so schwierig, aber ich will ja nicht sagen, dass Secret hier schwierig sein sollte. Aber das ist ja knapp gesetzt hier. Warte mal einen Moment, habe ich einen verpasst vielleicht? Aha. Da habe ich echt nicht genug Zeit, Alter. Achso, das war... Ich hab nur einen Stern verpasst, ich Dummkopf. Und hier gibt's auch einen Endboss, haben die gesagt. Gut. Jetzt geht aber ab, der Bastard. Der Boss ist nicht leicht. Okay. Na, wir haben den geschafft. Das führt uns hierhin. Okay. Dann sage ich mal, Guys, bis zum nächsten Part, meine Freunde von The Adventure The Mario 3.